bin für einen besseren Schienenverkehr in Deutschland mit einem klaren Konzept, zum Beispiel einem Deutschlandtakt, dass man sagt, was will man, welche Regionen, welche Städte will man in welchem Taktverkehr miteinander verknüpfen, den Fernverkehr mit dem Nahverkehr und dem Regionalverkehr vertakten. Und daran, an so einem Konzept, müssen sich dann Ausbaupläne messen. Und wir glauben, dass der Kopfbahnhof sehr gut dafür geeignet ist, ein solches Konzept zu entwickeln. Die Alternative ist im Glücksfall eine Verbesserung für wenige Fernverkehrskunden. Verrückt ist, dass ausgerechnet Stuttgart sich dafür stark macht, dass sehr viel Geld dafür investiert wird, dass man unterirdisch unter Stuttgart durchfährt. Was das für eine wirtschaftliche Leistungsstärkung für Stuttgart bringen soll, ist mir schon immer Rätsel gewesen. Verrückte Logik mancher Stuttgarter. Wir haben heute wenig darüber gesprochen, über die Neubaustrecke. Ich glaube, dass die Neubaustrecke mindestens so problematisch ist, auch die Planung so problematisch ist, so riskant, finanziell riskant, bautechnisch riskant ist. Die Neubaustrecke aber eigentlich die zwingende Voraussetzung dafür ist, dass man den unterirdischen Bahnhof überhaupt bauen kann. Insofern ist es völlig daneben, dass man den Bahnhof schon anfängt und gar nicht weiß, wie es weitergeht und ob man das überhaupt hinkriegt und ob es überhaupt finanziert wird. Also, Baustopp, denn wir haben eine Volksabstimmung demnächst, am 27. März, und wenn die nicht reicht, eine hinterher, und spätestens dann müssen wir einen Baustopp verhängen, denn sonst ist es immer schwieriger, da auszusteigen. Ich danke diesen beiden Herren hier oben für diese Diskussion. Und wir steigen jetzt ein dann in die Diskussion mit dem Publikum. Könnte vielleicht jemand Licht machen? Ich habe leider nur dieses eine bewegliche Mikrofon. Es wäre schön, wenn entweder jemand das in die Hand nimmt und das dann weitergibt, oder Sie stellen sich hier in der Reihe auf, sonst ist das nicht machbar. Also wir schaffen das nicht, hier hin und her zu rennen. In der Mitte stehen vielleicht, und Frank, fängst du an, und die, die sprechen wollen, gehen hinter dich. Bitte kurz halten, vielleicht auch sagen, wen Sie ansprechen. Keine zu langen Statements, ganz kurze. Ich versuche es mit meiner Frage an den Herrn Fricke. Herr Fricke, wir haben jetzt lang und breit gehört, was für einen, mit Verlaub, Schwachsinn Sie auf dem Hintergrund haben. Was für einen Schwachsinn Sie den Tiefbahnhof planen, unter Sicherheitsaspekten, unter bahnbetrieblichen Aspekten, unter jedem Aspekt eigentlich. Der Flughafenbahnhof genau dasselbe, fast 30 Meter tief und 250 Meter vom Terminal entfernt. Unfug, hoch 10. Warum greifen Sie nicht den Entwurf und die Vorschläge Ihres früheren Kollegen Professor Bodak auf, der vorschlägt, den Kopfbahnhof zu erhalten, ihn leistungsfähig zu sanieren, die Bestandsstrecke auszubauen mit einem Kostenvolumen von ca. 2 bis 2,5 Milliarden Euro im Vergleich zu Ihren, ich rechne vorsichtig, 8, 9 Milliarden Euro einschließlich Neubaustrecke. Ich komme auf einen Punkt zu sprechen. Sie werden nämlich unter Umständen gleich sagen, die Bewohner des Neckar- und Wilstals werden sich bedanken, wenn die Bestandsstrecke ausgebaut wird. Es ist vorhin von dem sogenannten Schienenbonus die Rede gewesen. Wenn der wegfällt, dann könnte man die Lärmsituation in Neckar- und Wilstal neu berechnen und möglicherweise mit einem Aufwand, ich schätze mal grob von 50 bis 100 Millionen, diese Schienen- und radnahen Abschirmungen machen, die 5 bis 8 Dezibel, das ist fast eine Halbierung bei der Lautheit, bringen und damit den Neckar- und Wilstal etwas Gutes tun, was im Fall des Baus von Stuttgart 21 nie und immer der Fall wäre. Machen wir vielleicht gleich. Ich glaube, da hätten wir völlig andere Fragen, das ist schwierig. Herr Rommel, warten Sie kurz, dass er kurz antwortet, und wir bitten darum, dass hier kurz geantwortet wird und dass Sie auch kurz fragen. Das waren eine ganze Menge Aspekte. Ich gebe Ihnen recht. Zunächst muss man klären, was will ich am Flughafen? Wer soll hier halten? Ich hatte das in meinem Schlussstatement gesagt. Dann ergeben sich ganz andere Planungen. Sie können es aber bitte nicht direkt mit dem
was Kollege Bodak, der früher übrigens Waggons gebaut hat und designt hat und kein Verkehrsbau- und Streckenplaner ist wie der eine oder andere von uns. Man kann das nicht direkt vergleichen, weil er Einzellösungen herausgegriffen hat, die so sehr interessant aussehen und auch gefahren werden könnten, aber nicht das gesamte Bild handelt. Deswegen ist mir wichtig zu sagen, was wollen wir hier oben und was ist an anderen Stellen machbar. Wenn die Kosten, die da von den, für den Erhalt des, des Kopfbahnhofs veranschlagt sind, da habe ich so meine Zweifel, dass es so den Preis geht, aber das können wir jetzt hier nicht lösen. Das muss man dann entsprechend nochmal untersuchen. Ich sage nur eins, ohne Planfeststellung werden auch die Bodatschen Lösungen nicht machbar sein. Und dann muss uns bewusst sein, uns allen, wenn wir ein alternatives Konzept haben, dann brauche ich dafür eine Plangenehmigung. Und die dauert einige Jahre. Und solange passiert hier nichts. Herr Reine, bitte kurz. Es war am 27. Dezember, als ich Sie gefragt habe, wie ist das mit den Unterschottermatten. Da haben Sie gesagt, in Leitfelden gibt es keine Unterschottermatten. Und da lagen Sie falsch. Aber das war mit großer Überzeugung gesagt, nach dem Motto, da wollen die Bürger hier oben das verstehen, die ja sowieso nicht. Aber Sie haben es verstanden. Ich habe Ihnen auch geschrieben, wo das drinsteht. Genau, dass unter einen Unterschottermatten hat. Und ich warte immer noch hier auf eine Antwort. Aber ich bin ja hier nicht bloß Mecker. Ich möchte Ihnen hier etwas kurz zeigen, wie man eine Lösung eines Planes bewerkstelligen könnte, der von der Bahn vor vielen Jahren als sehr gut angesehen wurde. Und zwar eine südliche Umfahrung, bei der in einem Tunnel von Echterdingen bis auf die Strecke nach Böblingen, ja, eine gerade Strecke. Kostet natürlich Geld, ist aber, da können Züge schneller fahren. Es wäre für alle ein großer Vorteil und wir hätten die Dinge, die auf uns zukommen, bis jetzt hätten wir keine Probleme mehr. Und das haben wir seit 20 Jahren schon gesagt. Wir können jetzt aber natürlich sehr schwer sowas diskutieren, wenn die Leute das nicht haben. Aber ich wollte es halt. Ja, wir sind auch. Klar, gut, vielen Dank. Ja, das war ja eigentlich mehr ein Statement. Liesel Hartenstein. Bitte stehen hier. Meine Damen und Herren, liebe Freunde, das Podium ist wieder angeschlossen. Ich habe eine Frage und naturgemäß ist das eine unangenehme Frage. Das wichtigste Stichwort, das ich hier einbringen will, ist nämlich schon gefallen. Baustopp, Baustopp, Baustopp! Dürfen. Warum begreift eigentlich auch die Verwaltungsspitze bis ganz oben der Deutschen Bahn AG nicht, warum, dass man so mit den Menschen nicht umgehen kann? Aber lassen Sie mich sagen, jetzt immer wieder genau an diesem kritischen Punkt. Auf der einen Seite laufen Einladungen zu einem weiteren Dialogforum, zu dem alle aufgefordert werden. So. Und auf der anderen Seite wird flott weitergebaut und es werden vollendete Tatsachen geschaffen. Ja. Die Leute wollen doch nicht so dumm verkauft werden. Da macht man weiter an diesem verhängnisvollen, aus meiner Sicht, Grundwassermanagement, nur dass man ein Röhrensystem von 17 Kilometern durch die Innenstadt ziehen will, oberirdisch. Das alles läuft und wer soll unter diesen Umständen, Herr Rippen, das weiterzugeben, der Bahn eigentlich noch abnehmen, dass sie ernstlich über die Nachbesserungen, die
Herrn Reisner gefordert hat, diskutiert. Oder dass Sie gar ernsthaft über alternative Lösungen mit sich reden lässt. Ich zweifle allmählich daran. Deswegen meine Frage nochmal. Können Sie, es wäre schon viel gewonnen, will die DBAG uns überzeugen, darlegen könnte, was eigentlich Ziel und Zweck des Projekts 21 ist, wohin es führen soll, und Zusatz, ob Sie eigentlich der Bahn AG noch glauben, immer noch glauben, dass ein vernünftiges Verhältnis besteht zwischen Aufwand, sprich Kosten, und Nutzen, der erreicht werden soll.